Herzlich willkommen zurück bei Resident Evil Village. Ja, wir sind jetzt hier in der letzten Folge im Wolfsnest stecken geblieben. Und in dieser Folge wagen wir uns natürlich noch tiefer in den Bau. Und was wir auch in dieser Folge machen, ist das Video bewerten. Finde ich eine super Idee. Wenn es euch gefällt, auf jeden Fall einen Daumen da lassen. Würde uns mega freuen. Dauert nur eine Sekunde und reicht uns schon vollkommen als Bewertung. Oh Gott, was passiert hier jetzt? Das ist nicht gut. Das klingt echt nicht gut. Hallo, Hilfe? Oh nein! Nicht der große Baba. Okay, aber wenn ich es richtig sehe, müssen wir jetzt gegen den kämpfen, ne? Oh. Na, lässt du das sein? Nehmen wir doch mal die Magnum. Das schmeckt dir nicht, wa? So, das war es dann auch schon mit unserer Magnum-Munition. Haben wir dafür noch Muni? Ja. Aber natürlich nicht nachgeladen. Nein! Da oder ab. Was machst du da? Scheiße, was machen wir? Oh! Oh! Oh, wie fies! Das ist ja richtig fies. Alter, wir haben kaum noch Muni. Bitte lass was liegen. Oh, wir haben's. Ich glaube, die Magnum hat uns gerettet. Ja, damit beginnt die Folge gleich rasant, würde ich sagen. Haben wir hier alles? Nee, alles haben wir noch nicht. Oh Gott. Ja, den Papa-Wolf haben wir jetzt besiegt, würde ich sagen. Ja, hier wären noch Bomben gewesen. Hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen Magnum-Muni sparen können. Die ist so kostbar und wir haben jetzt nichts mehr davon. Ja, hat er mal kurzerhand hier umdekoriert. Lass uns die Kristalle abbauen. Und beim Händler verkaufen. Okay, hier ist noch mehr. Aber wo? Es ist alles so hell, hier sehe ich gar nichts. Also muss in diesem Durchgang sein, ne? Ja. Ich gehe mal bis zum Ende. Ah. Guck mal an. Immer noch nicht alles. Aber immerhin kann man hier ein bisschen Kohle machen. Immer noch nicht alles. Jetzt muss es aber gewesen sein, oder? Ja, sehr schön. Also Pistolenmuni haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen. Muss mal gucken, läuft Aufnahme überhaupt? Ja, läuft. Nicht wieder den gleichen Fehler wie immer machen. Ah. Bisschen Magnum-Muni hätte ich jetzt gern noch. Dann wäre ich schon wieder glücklich. Oh, der letzte Flakon. Ist das schon der letzte? Was? Du hast was drauf, Winters. Respekt. Wart's ab, Arschloch.
Wenn ich dich finde, dann... Komm runter. Nicht mehr lange und du bist am Ziel. Ich helfe dir. Aber dafür musst du... Muss ich was? Komm erstmal zu mir. Platziere die Flakons auf dem Altar. Den Rest findest du sicher selbst raus. Bis dann, Winters. Verdammt! Wer spricht da die ganze Zeit über die Medien zu uns? Und warum will er, dass wir die Flakons aufs Podest stellen? Was hat er davon? Guglielmos Teller. Gott, mit den Namen bist du auch bestraft. Na, wie heißt der Kleine denn? Guglielmos. So, jetzt sollen wir wieder ein bisschen Boot fahren. Haben wir hier was? Okay. Den Schatz haben wir auf jeden Fall. Ist das hier das Abwassersystem, der Abwasserkanal vom Schloss? Hoch oder runter? Hoch oder runter? Hoch oder runter? Gucken wir erstmal hier rein. Brachliegender Acker, okay. Foto eines Geisterfisches, okay. Ja, und wir finden auch schon wieder ganz schön viele Bomben. Wo kommt ihr denn her? Oh, mit den letzten Schuss. Wo kamen die jetzt schon wieder her? Unverschämt. Wollten die mir im Rücken fallen. So, was haben wir hier? Notizen zur Kadu-Implantation Probanden 174 bis 181. Proband 174, Mihai M. Merkmale, 21, männlich, Silberschmied. Narben von einer Lungenentzündung. Ergebnisse? Geringe Kompatibilität. Kadu konnte nicht wachsen. Transformation des Körpers, Beeinträchtigung der Wahrnehmung. Typische Anzeichen eines Likans. Auf die Weide geschickt. Proband 177, Bernadette B. Merkmale: 21, weiblich, keine Beschäftigung, keine Vorerkrankung. Ergebnisse? Tod. Proband 181, Alkina D. Merkmale: 44, weiblich, Nachkomme aus Adelsgeschlecht, nicht aus dem Dorf. Vererbte Blutkrankheit. Ergebnisse? Sehr gute Kompatibilität, kein Wahrnehmungsverlust. Kann ihren Körper nach Belieben verändern. Maßnahmen zur Wahrnehmungskontrolle implementiert und zur Beobachtung entsandt. Alkina, ist das Mutter Miranda oder ist das hier eine von Lady Dimitrescu? Ich glaube, das war Alkina Dimitrescu, ne? Ich glaube, das war die. Gut, hier haben wir alles. Regnet das oder sind wir hier wieder im Wasser? Hä? Jetzt ist es weg.
Hier regnet wohl nur unter Wasser. Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Ja, hier waren wir. Und hier stand eine Speichermaschine. Eine Schreibmaschine, verdammt. Ich krieg's auch nicht mehr auf die Reihe. So, ich glaube, da habe ich schon wieder ein Schild entdeckt. Oh. Oder auch nicht. Wir kommen hier nicht mehr zurück. Sehe ich das richtig? Oh nein, ich höre so einen großen wieder, ne? Oh ja. Lass mich rein hier. Verdammt, lass mich rein. Oh Gott. Oh nein. Flintenmunition können wir machen, aber ich glaube, das kann ihn nichts anhaben, oder? Können wir hier diese Explosivgeschosse? Ja, können wir. Wo ist er denn hin? Magnum-Munition, sehr gut. Wo ist denn unser Freund? Zeig dich, Wolfilein. Ich häng fest hier. Nein, oh Gott. Oh, keine Muni mehr. Dass wir das noch überleben. Muss mal kurz eine Arznei fertigstellen. Oh nein, können wir nicht mehr. Oh. Okay, das war's wohl. Ich habe das Gefühl, der steckt ein bisschen mehr ein als seine vorherigen Kollegen. Hä, wo sind wir jetzt? Hier. Oh, haben wir. Okay, wir holen uns die Magnum-Munition und dann verschanzen wir uns hier unten drin, oder wie machen wir das? Ich glaube, wenn der hier rumlungert, müssen wir auf jeden Fall hier hin, oder? Müssen wir den überhaupt besiegen? Ich glaube, wir müssen hier gar nicht sein, oder? Wo sollen wir denn hier weiterkommen? Hier ist ja nichts mehr. Wir gucken erstmal, ob wir noch woanders lang kommen. Oh nein, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Nein, er hat uns. Oh Gott.
Oh, scheiße. Ich speichere nochmal kurz. Kommen wir hier raus? Oh, hier kommen wir. Uiuiui. Ach, wir sollten ja zum Podest hin, ne? So war das. Ich glaube, da ging es hier hinten lang. Aber die beiden Schätze kriegen wir hier irgendwie nicht. Keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Ich bin hocherfreut, dich lebend wiederzusehen. Ja, frag mich mal. Du willst dich nur umsehen, tu dir keinen Zwang an. So. Achso, ich wollte nochmal gucken. Obwohl alles, was nicht kombinierbar ist, können wir ja. Boah, 35.000 bringt der Hammer von den Großen. Wir werden reich sein. Wir werden richtig reich sein. Richtig, was das wert ist. Mit zwei Fassungen. Eine können wir einsetzen, aber den anderen Rubin haben wir nicht. Ich habe gerade aufgestockt. Flintenmunition, Scharfschützenmunition. Ja, Magnum-Munition können wir hier auch nicht kaufen. Warte mal, ich glaube, beim Scharfschützengewehr war die Muni eh ohnehin leer, ne? Mal sehen, was du auf deiner Reise so alles findest. Stets zu Diensten. Dann können wir da einmal Magazin-Upgrade machen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Kohle. Überlass das mir. Die Flinte hatten wir, glaube ich, geladen, ne? Ja, danke leider. Danke für deine Treue. Aber da hätte ich dennoch gerne mal ein bisschen mehr. Moment bitte. Ja, und hier ist Nachladegeschwindigkeit auch gar nicht so verkehrt. Was? Ah, schon gut. Das war's. Ja, wir haben genug Kohle, ne? Dann machen wir hier nochmal. Moment, bitte. So, ich denke, das reicht. Haben wir hier noch was? Aufrüsten gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Das könnten wir noch machen. Ah, dann machen wir das. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Körper de Pork. Lassen wir es uns mal schmecken. Fertig. Komm, du hast dir auch was verdient. Dankeschön. Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Nee, also Muni ist ja richtig teuer hier. Du hast ein Auge für Qualität. Danke. So, hier sollen wir das einsetzen, ja? Was war das? Ich lasse mich mal so lange ausgeblendet hier.
So, und eins fehlt noch. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir das Richtige tun hier. Immerhin ist an diesem Behälter ein Rose dran. Kelch des Giganten. Ich glaube, wir haben auch nicht die großartige Wahl. Was? Oh, ich glaube, man sagt uns auf, ja, nicht so direkte Art und Weise, dass wir hier lang sollen. Kommen wir dann hier hin? Waffe in der Wassermühle? Wo ist denn hier Waffe in der Wassermühle? Waren wir hier schon? Irgendwie kommt mir das gerade ziemlich bekannt vor. Gucken wir hier nochmal fix um. Einmal rechts, links gucken. Ne? Oh. Ja, was müssen wir da? Woher soll ich wissen, was zu diesem Schloss passt? Haben wir noch andere Schlüssel? Na gut, ich wüsste auch nicht, wie das da reinpassen soll, aber... hierfür haben wir nichts. Ist auch kein Schatz oder so verzeichnet. Ja, wenn ihr das wisst, was man da machen muss, könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Ah, hier sind wir wieder. Hier waren wir doch schon mal. So, können wir jetzt die Brücke hier runterlassen? Ja, jetzt haben wir hier eine Kurbel. So. Noch ein bisschen Kohle. Ich hätte aber gerne oder lieber Magnum Money. Ja, da runter oder da hinten längs? Wir gucken erstmal da. Oh. Ich glaube, wir gucken doch erstmal da runter. Ich hoffe mal, das ist jetzt die richtige Entscheidung und nicht der richtige Weg. So, wo kommen wir denn hier hin? Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Oh nein, in der Höhle gehe ich erstmal noch nicht. Erstmal gucken wir uns hier draußen um. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Das sind Fische. Das ist doch der Geisterfisch, oder? Feinster Fisch. Alter, ist der schnell. Beruhigt euch, ich will keine Muni für euch verschwenden. Und ihr wollt doch auch, dass ich überlebe, oder? Zum Wohle aller. Ihr müsst mir dabei helfen. Und stillhalten. Sag mal. Geht doch. Die Fische sind hier auch nicht verzeichnet. Keine Ahnung, wo wir uns hier hinbegeben haben.
Bin mir auch gerade ehrlich gesagt nicht sicher, ob das vielleicht doch der richtige Weg ist. Vielleicht hätten wir nochmal in eine andere Richtung gucken sollen. Gott, wo sind wir hier? Was zum Teufel ist das? Sind das lebende Wurzeln? Eine antike Münze. Blendgeschoss, Explosivgeschoss, Mine. Oh, also wieder so viel Explosivkram. Guck mal, haben wir nicht die... Tak, ja, wo ist der? Da. Oh, sehr cool. Gehst mal da oben weg. So. DNA-Sequenzierung abgeschlossen. 99,95%ige Übereinstimmung mit dem Dalve-Mutamizet. Die Abweichung ist mutmaßlich Resultat künstlicher Veränderung durch den Menschen. Was bedeutet, dass sich hier vermutlich die Quelle befindet? Weitere Untersuchungen notwendig, wie die Connections den Pilz finden und extrahieren konnten. Die Pilzkolonie erstreckt sich unter dem gesamten Dorf. Im Fall Baker hat sich gezeigt, dass die Wirte des Mutamizets Teil eines Bewusstseinsnetzwerks sind. Wenn dieses Netzwerk hier angebunden ist, können wir dann davon ausgehen, dass dem Organismus hier die Rolle eines Datenspeichers zukommt? Und wenn das der Fall ist, auf welche Daten hat Miranda es abgesehen? Also haben wir es hier wieder mit den Mutamizet von Teil 7 zu tun, unter dem die Bakers gelitten haben. Okay, ich glaube, mehr gibt's hier gar nicht. Nee. Oh Gott. Erstmal machen, dass wir hier rauskommen. Ich habe keine Lust, mich jetzt mit denen zu vergnügen, da und meine Muni zu verschwenden. Weil ich glaube, die sollten wir langsam echt sparen. Und wir haben da drin ja eh alles, was wir wollten. Und ich glaube kaum, dass wir so viel Muni wiederbekommen hätten, wenn wir die erlegt hätten. Deswegen ist es das Beste, wenn wir uns jetzt auf und davon machen. Jetzt gibt es ja nur noch die eine Richtung. Und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Aber vorerst würde ich vielleicht nochmal irgendwo speichern gehen. Ich weiß nicht, ob da noch ein Speicherpunkt kommt. Deswegen sage ich euch schon mal an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr genauso gespannt seid wie ich, was in der nächsten Folge passiert und wo uns der Flussweg weiterhin führen wird, dann seid auf jeden Fall wieder mit am Start. Bewertet auch gerne die Folge, wie anfangs schon erwähnt, einfach nur ein Däumchen da lassen. Würde uns mega freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin, macht's gut.